Ja, vi mere lus det må være i LOFA'en. Tegen vi stand her koppel kinde, og Friedhelm Dirks kinde fyrer vi været ind i LOFA'en. Friedhelm, hvad har der med det kinde her opsøgt? Ja, vi har 2021 har vi sagt en kindefeuerwehr til gründen, så vi der med anfang ja. In samme. Og da i november har vi vores erste kinderfeuerwehrdienst. Leider Corona geschuldet, kommen wir das doch nicht wieder machen. Und da sind wir den Jahr drauf, denn in März lernt es ja richtig stark. Ja. Und ja, da haben wir im Oktober uns offizielle Gründung von der Kinderfeuerwehr hier in Feuerwehrhus. Und damit haben wir da die Kinderfeuerwehr gegründet. Ja. Was ist die Idee da? Ach, warum Feuerwehr kennen alle, aber warum Kinderfeuerwehr? Ja, das hat der Hintergrund, wie wir die Kinder Frau genug aufrauben. Eben halt auch durch für die Feuerwehr zu begeistern. Ja. Und eben halt, die haben natürlich auch keine anderen Hobbys, aber eben halt jung damit anfangen und eben auch dafür vorbereiten. Ja. Ich sehe nun natürlich eine heile Kinderfeuerwehr. Ja. Also laufen soll man können, mit Kinderfeuerwehr. Ja. Und wird wecke alle Geiter dann? Ja, das ist von sehr beteiligt. Ja. Denn ab Tagen konnte ich dann in die Jugendfeuerwehr. Ja. Den morgen dennoch, wenn sie Tagen sind, morgen sie noch eine Brandflugabnahme ist das. Und da wollen sie dann, ja, da mussten sie dann ein paar Sachen im Morgen, dann mussten wir was für so Obstokett, wo das löscht worden sei, ja. Ne, für Sauerstoff, um das mal zu verbrennen. Und, ja, ne, und das mussten sie eben halt auch so ein paar Sekunden arbeiten. Jugendfeuerwehr, das ist auch ein bisschen bekannt. Kinderfeuerwehr ist noch nicht so bekannt, aber wir haben ja bei uns werden die meisten haben mal Kinderfeuerwehr oder gründen das nur so langsam. Ja, ja und. Dann, was mag die Kinderfeuerwehr? Wie sie können noch nicht so richtig aus der Jugendfeuerwehr machen. Was mit beschäftigen? Ja, Kinderfeuerwehr ist eigentlich das, sie wollen, ja, das ist mehr so auf spielerische Art und Weise. Ja. Ne, wir machen auch Fahrzeug- und Gerätekunde, auch an Vorzügen. Ja, also, sie dürfen noch mal hier rein. Sie dürfen noch mal rein, aber sie dürfen natürlich nur nichts von, die sagen natürlich nur, wo sie was tragen dürfen und so, das geht eben halt noch nicht. Das dürfen. Also, alles, was spielerisch eben halt. Ja. Ne? Genau. Du sagst, wir sind ein halb Koppel Kinder. Wofür sind du insgesamt? Wir haben nur 8 Heim. Ja. Und ja, wir haben sogar, ja, ne, 20 haben wir auch erst 2 sind nur weggegangen, weil sie eben halt dann auch andere Interessen haben. Wir haben das passiert auch. Ja, ne? Das ist aber wir haben eigentlich immer ständig Zuwachs bei uns. Das klappt nicht. Aber ihr könnt auch Wecken abnehmen. Ja. Ja, und wo muttert ihr melden sich hier mit Feuerwehrhaus oder bei dir direkt? Ja, sie können sich am besten bei mir melden über die Handynummer und dann. Ne, wir haben eigentlich immer so gesagt, so bei 20, weil denn sonst war das auch zu viel, weil wir ungewisse, wir haben auch so einen Betreuungsschlüssel, den wir erfüllen mussten. Und wenn wieder mehr geworden, das geht ja nicht, das kann ich dann, oder können wir dann nicht mehr leisten. Genau, halt, einige Betreuer, sei ich hier, ja. Genau, da sind die Betreuer dann eben halt, ne? Genau. Und ja, die sind und wenn sind die Trier, wenn einfach gedacht? Immer freitags von 4:30 bis 5, ja. Alle 2 Wege. Und dann, ja. Ja. Und wenn man noch nicht so sicher ist, kann man auch mal vorbeikommen und zu ankicken? Ja, wir machen das meistens so, wir lassen die so 3-mal so mitlaufen, 3-4-mal. So, und dann kann man auch sehen, ob das was für die Kinder ist oder ob die da auch Interesse haben. Ja. Ne? Und wenn sie dann nicht wollen, dann ist das dann auch okay. Ja. Ne? Prima. Ja. Besten Dank für deine Arbeit, besten Dank für eure Arbeit und ich wünsche auch viel Spaß wieder mit Feuerwehr. Danke. Danke. Ja, wir haben nur all Juni Mount und so langsam geht das für die Kinder, ob der große Ferien dauert. Und damit kein Langweilig kommt, haben wir dafür gesorgt, dass ein heil umfangreiches Ferienprogramm aufgestellt wird. Wir haben das am angekündigt und wir haben das nur in gedruckte Form vorliegen. Das Heft haben wir verteilt an alle Schulen und Kindertagesstätten in Gemeinde. Ja, da kann man so das Angebot gut sagen und man kann das online buchen, man kann auch online betaulen. Aber wer das nicht will oder nicht kann, der hat natürlich die Möglichkeit, die Anmeldung hier in Rautus oft zu geben. Wir haben hier extra diese Wunschzettelbox und da kann man sich dann eben, wie gesagt, auch mit anmelden. Also es gibt alle Möglichkeiten und ich wünsche nur einmal alle Kinder dafür helfen, präsent bei der Veranstaltung. Ja, moin miteinander. Das Thema Glasfaser ist sehr wichtig, damit wir uns gemeinsam wiederentwickeln können. Ist ein bisschen passiert, aber muss man heil wird gebürden. Thekenstadt Michael Siefe von Deutsche Glasfaser. Moin. Moin. Wir haben hier für da auch eine Vereinbarung unterschrieben. Vor Geiterung.
Bei dem Thema deutsche Glasfaser und dem Glasfaserausbau geht es in der Vereinbarung um den Glasfaserausbau, der jetzt noch nicht im geförderten Glasfaserausbau von Landkreis ist. Und dort ist nicht hier, hat jeder, der noch keinen Anschluss hat, in Zukunft die Möglichkeit, einen Glasfaseranschluss zu bekommen, auch kostenlos. Das ist uns immer ganz wichtig. Auch die Bereiche, die weiter weg sind, die haben wir abgestimmt, die werden letztendlich dann auch so gut erschlossen, damit, ich sag mal, letztendlich auch einheitlich, ja, jeder Bürger, auch der Interesse hat, dort letztendlich hier in den Genuss kommt. Also auch in das Lütje Dörpen auf der Bank stehende ist oder Lübbertsfein haben wir ja noch nachträglich mit drin. Genau, genau, genau. Die haben wir dann eben auch noch mit reingenommen. Denn das ist ja auch das Schöne, wir können uns eng austauschen und können dann auch nochmal die Bereiche anschauen, die vielleicht auch mal immer vergessen werden. Und das ist uns wichtig, dass wir partnerschaftlich dort zusammenarbeiten und nicht nur nach unseren Informationen, sondern wie es auch in der Gemeinde aussieht, ja, da auch nochmal schauen, haben wir was vergessen, müssen wir mit reinnehmen, dass auch wirklich jeder Bürger abgeholt wird. Ja. Wir haben große Nachfrage genau, Glasfaseranschlüsse, dann haben wir jetzt morgen wieder zweite Abschnitt und da könnte maximal 700 Haushalten anschauen worden. Nun, wie diese Phase und wofür Haushalten galt das? Genau. Der Vorteil ist beim eigenwirtschaftlichen Ausbau, den wir betreiben, dass wir nicht an starren Strukturen und Vorgaben gebunden sind. Deswegen haben wir uns die gesamte Gemeinde ILO angeschaut und können dann 4.250 Wohneinheiten, das sind ein paar wenige Häuser, aber das ist so in dem Bereich, also über 4.000 Anschlüsse, können wir dort mit Glasfaser versorgen. Und im Gegensatz zum geförderten Projekt ist das wirklich schon eine ordentliche Hausnummer. Nur hat der Gemeinderat Tauschstimmt, hat diese Kooperationsvereinbarung. Wir haben den Verdacht unterschrieben. Nun will der Lünetsche Wende gerade los. Wie geht's weiter? Genau, die Erwartungshaltung ist es da. Viel Versprechen können Unternehmen, aber wie sind jetzt die nächsten Schritte? Die Vereinbarung ist für uns der wichtigste Part zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt wäre, dass wir mit unseren Beratern natürlich hier in die Region kommen, in die Ortsteile. Wir machen Informationsveranstaltungen, um erstmal jeden auch zu informieren. Was heißt das denn für mich vom Glasfaser? Denn jeder hat erstmal ein Interesse zu erfahren, wird bei mir vor der Tür gebuddelt, was genau muss ich beachten, was verändert sich bei mir. Ich brauche das schnelle Internet auch, so schnell wie möglich. Mit welchen Zeitschiene kann ich damit rechnen? Die ganzen Informationen geben wir auf verschiedenen Wegen eben auch bekannt. Informationsveranstaltungen, Werbe, also sprich, dass wir sagen, wir machen Werbebriefe, schreiben. Wir versuchen wirklich jeden zu erreichen. Das ist der erste Punkt, der kommt. Und das dauert so in etwa 3 bis 4 Monate. Ich schätze mal, wir werden im Sommer starten und dann in 3 oder 4 Monate. So wahrscheinlich auch Sommerferien, da man so genau, richtig Sommerferien, da werden wir in dieser Phase natürlich damit beginnen. Auch wenn das Sommerferien sind und hier und da einige natürlich vielleicht im Urlaub sind, dann verlängern wir letztendlich den Zeitraum. Wir möchten einfach, dass jeder erreicht wird. Nicht, dass es dann heißt, ja, ich war jetzt im Urlaub und mich hat man nicht erreicht. Ich konnte nicht sagen, ich möchte das, weil ich vielleicht schön in Spanien war. Da möchten wir die versuchen, jeden zu erreichen. Und das nächste Punkt wäre, wenn genügend daran teilnehmen, das ist uns auch immer wichtig. Wir brauchen genügend Teilnehmer, die letztendlich sagen, wir möchten Glasfaser. Das ist ein Dadelmutter machen. Ne? Genau. Dann kommen wir in den Bereich, dass wir sagen können, jawohl, wenn wir diese Quote, sagen wir, erreicht haben, sind diese 33%, dass wir dann sagen können, jawohl, jetzt können wir ausbauen. Mhm. Und der Bau, da braucht ein paar Wochen als Vorlaufzeit, dass wir dann, Winter kommt auch noch, dass wir dann im Frühjahr nächsten Jahres, also das wäre dann 2024, mit dem Tiefbau wahrscheinlich starten werden. Und je nachdem, wie wir weit kommen, können wir sagen, so 12 Monate ist so eine Bauzeit, bis dann wirklich die Anschlüsse gelegt sind. Und man kann dann, ich bin mal ganz optimistisch, 2025 Anfang, Mitte 25 schon mit dem Internet surfen. Ja. Das ist auch schon gut. Ist auf jeden Fall ja im Vergleich, was wir mit anbelebt haben, in der geförderten hat, Ausbaustufen gerade Tempo. Ich bedanke mich dafür und ich freue mich über das wieder Zusammenarbeit. Besten Dank. Gerne. Ja, unsere Gemeinde ILO besteht aus 12 Ortschaften und die weiten, dass wir im Moment dabei sind, alle Ortschaften und Fürte stellen in eigenen Videos und mal immer unter wie von Barstehenden Video machen lauten und das ist nur online, kickt ihr das gerne an und dann kommen die nächste Mountain auch die anderen Dörpen dran. Ja, und kommende Wochen ist es auch wieder ein Hype los bei uns und wir haben vorhin alle über die Kinderfeuerwehr berichtet.
Ich bin blieb, dass wir als Gemeinde Gastgeberin sind für den Kreis Kinderfeuerwehrtag, wo also die Kinderfeuerwehr in Urteil Landkreis Bienen kommen. Das findet Sautedacht auch so wie in Wene statt mit Grundschau. Mit Titem kickt ja das gerne an. Und Sonntag geht das dann auch alle wieder mit Kinderfeuerwehr. Dann wird nämlich in Simonswald nachmittags um 2:30 die Kinderfeuerwehr in Simonswald gegründet. Auch an Sonntag ist auch hier ein großer Flohmarkt bei Rauthus. Das geht um Teil nur los, wird fair nachmittags. Und der Sand- und Wautewagen in Simonswald hat auch wieder Familiendach, so was immer in Sommertid, der erste Sonntag in Maut. Ja, Langwied kommt also nicht ab. Und wo immer ihr dann auch hingeht, haltet ihr blied und gesund.